Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Im England des 19. Jahrhunderts. Hungry Forties, so wurden die 40er Jahre genannt. Soziale Unruhen, wirtschaftliche Depressionen, Kinderarmut und ein Parlament, das sich den Sorgen der Menschen verschließt. In dieser Zeit reift in Charles Dickens ein Gedanke. Er will an die Gefühle der Menschen appellieren. 1843 erscheint A Christmas Carol als einer der ersten sozialen Romane. Diese Weihnachtsgeschichte handelt von Ebenezer Scrooge, einem vergrämten Geizhals. In der Nacht besucht ihn zunächst der Geist seines verstorbenen Geschäftspartners. »Du trägst Fesseln?« fragt Scrooge ihn zitternd. »Sag mir, warum?« »Ich trage die Kette, die ich in meinem Leben geschmiedet habe«, antwortet der Geist. »Willst du wissen«, fährt er fort, »wie schwer und lang die starke Kette ist, die du selbst trägst?« Ich glaube, viele kennen das. Ketten, die fesseln. Was hält uns gefangen? Was befreit uns? Aufbrechen, fliehen, abstreiten, stutzig werden, vor die Wand rennen, erstarren, aufgeben, fast. Zum Glück nur fast. Das Weihnachtsmärchen von Charles Dickens ist eine große Geschichte vom Aufbruch. Drei Geister werden Ebenezer Scrooge in der folgenden Nacht angekündigt. Der Geist der vergangenen, der Geist der gegenwärtigen und der Geist der zukünftigen Weihnacht. Sie halten ihm sein Leben vor, das gefesselt ist vom Geld und vom egoistischen Erfolg des Geschäftsmannes. Der Blick auf sein verkümmertes Ich läutert ihn. Er fragt, ob es nicht einen Weg gäbe, die Vergangenheit zu tilgen, die Gegenwart zu ändern. Man wartet ja immer irgendwie darauf, demnächst zu leben. Aber verändern kann ich mich nur heute. Ketten, die ich morgen erst sprengen will, halten mich heute noch gefangen. Und vielleicht bin ich schon morgen nicht mehr stark genug. Zum Schluss zieht Scrooge lachend durch die Straßen. »Fröhliche Weihnachten«, ruft er den verdutzten Menschen zu. Charles Dickens macht uns mit seinem Märchen Mut, die Ketten zu sprengen. Jetzt, an diesem ersten Weihnachtsfest, vom Rest unseres Lebens. Thank you.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.